Paar Leute und willkommen. Red mir nicht rein. Hi Leute und willkommen zurück zum zweiten Part von Dead Island. Hör auf. So, fragen wir mal Cinnamon. Name's John Cinnamon. I'm the head lifeguard here. The voice on the radio told me you were in trouble at the hotel. Said you were resistant to whatever this is. I didn't believe it, but then I found you and I saw the bite marks. You got no symptoms, but those aren't love bites, are they? Look, I don't know who you are or how you know that guy on the radio, but he's our only connection with the outside world. We keep losing the bloody signal. We have a monsoon coming. So here's the thing. We need to move everybody to the main lifeguard station. There's an ambulance there and more equipment and a stronger radio with an antenna. I hate to ask, but we can't do this without you. Will you help me? Ja, natürlich. So, Schlüssel zum Leben. Hole die Rettungsschwimmerturm Schlüsselkarte vom Bungalow 2. Ja, machen wir. Sure. Good. First off, we need an access card to get past the security gate. Mine's in my room. With all the commotion, I forgot to take it with. It's in Bungalow 11, by the pools. Okay, Bungalow 11. Take a weapon and watch yourself. You may be immune, but that don't mean you can't die. Das stimmt wohl, mein Freund. What if more come? So, mit den anderen Leuten. No thanks to you. I didn't see you out there. Ja, die streiten ein bisschen vielleicht. This is the end of days. Judgment Day. Judgment Day? Oh, fuck, I should have never listened to Cinnamoy. Why the hell did I stay here with Cinnamoy? I should have listened to Maggie and left with James and the others. They probably found a way off the island by now. Maybe there's still time to find them. If you're out there and you see Maggie and the others, could you let me know where they are? Natürlich, mach ich doch. Yeah. Ah, thanks. I'll be here. Because, I mean, you know, where the hell else am I gonna go? Raus? Ich nicht. So, er hat auch nichts zu sagen. It's in the Book of Revelations. No, can't wait. If those things come in force again, this straw hut won't last 20 minutes. So, haben wir mal, was wir abgreifen können. Natürlich Energy Drinks, die ganze Zeit. Die füllen unser Leben auf, wenn ich mich richtig erinnere. Alkohol, weiß ich nicht mehr ganz, was er macht. Also ich weiß nicht, ob wir irgendwann normal geben werden, aber der Tor klingt immer noch so. So, wir haben einen Paddel und unsere Hände. Okay. Oh, hier ist er. Ja. So, noch ein Paddel. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Nehmen wir uns die Karte an. Und zu Bungalow 11. Ist nicht mal... Oh, ich habe die falsche Quest aktiviert, deswegen. So, Schlüssel zum Leben und hier ist das Bungalow. Ja, das mit der Map ist ziemlich praktisch. Außer, dass man nur eine Quest angezeigt bekommt und nicht alle gleichzeitig. Aber was sollen wir machen? Ja, wir haben, wie gesagt, eine Ausdauerleiste. Und die verbraucht sich beim Schlagen, Sprinten und allem möglichen, das heißt. Anything useful? Wir sollten nicht. Wir sollten ein bisschen sparsamer damit umgehen. Nicht, dass wir so einen Zombie begegnen und dann keine Ausdauer mehr haben. Ja. Guten Tag. Okay. Nein. 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 So, das sollte er gelernt haben. Wie ihr gesehen habt, ich habe jetzt immer die Waffen geworfen. Denn ich habe leider noch immer nicht verstanden, dass man hier nicht genauer zielen kann, sondern einfach drauf losschlagen muss. Der legt auch noch. Und weg. So. Ja, also bei dem ersten Part hier kenne ich mich noch relativ gut aus. Nein.
Und das heißt, ich weiß noch, wo die Zombies alle sind. Von dem her habe ich hier noch keine Angst. Aber später kommen schon ein paar hässlichere Gestalten. Und immer wenn da jetzt Boomerang steht... Oh, Molotov-Cocktail. Und... Tschüss! Stirbt er? Perfekt. Und Kopf ab. So. Ja, immer wenn Boomerang angezeigt wird, dürften wir unsere Waffe geworfen haben und dann wieder zurückerhalten haben. Was wir ja vorhin ausgerüstet haben. Da steht noch einer auf. You think it's dead? So. Wer auf die Idee kommt, einem Zombie dann das Geld oder die Sachen aus den Taschen zu ziehen, das weiß ich bis heute noch nicht. So, wie ihr seht, rechts oben haben die Waffen auch eine Haltbarkeit. Das heißt, wir können die nicht ewig benutzen. Ich denke, wir gehen mal den Quests direkt nach und machen keine Sidequests noch, um uns besser auszurüsten. Und dann können wir ein bisschen auf Sidequests gehen, um bessere Ausrüstung zu erhalten und... Somebody's having a bad day. Aufzuwerten, was ist mit ihm los? Oh Gott. Oh God. Nehmen wir das Messer. Zack. Ja. My wife. My dad. Oh fuck, my own fucking brother. Jesus Christ. What else could I do? Let him kill me? Why are you looking at me like that? What the fuck do you want from me? I had no choice. Beurteilt dich nichts, keine Sorge. Der musste anscheinend seine eigene Familie umbringen, weil sie alle infiziert wurden. Das war unabsichtlich. Oh so. Gott. Oh Gott. Ja. Haben wir überhaupt so viel Platz? Ja. Perfekt. Lassen wir ihn lieber wieder alleine. Dann dürfte hier das Bungalow sein. Kommen wir nicht rein. Das hört sich nicht gut an. Kommen wir hier rein? Nicht? Wahrscheinlich durch die große Eingangstür. Nein! Am besten, wenn sie nicht aufstehen. So, machen wir die Tür zu. Energy Drink. Bauen wir uns Alkohol, nehmen wir mit. Die Aufzeichnung. This is Roger Howard. Wenn wir uns auch an. Special assignment on the island of Banoi. I'm investigating illegal logging and clear cutting that's not only damaging the ecosystem here, but costing the people of Banoi billions. I've been told that my life might be in danger as those behind this illegal activity will stop at nothing to protect their criminal enterprise. As a precaution, I will be leaving a trail of recordings wherever I go, so that if something were to happen to me, the truth would still be told. I'm leaving now to meet with an informant who I believe could rip the lid off of this investigation. Okay, der Mann hat mehrere Aufzeichnungen hinterlassen und die werden wir finden, wenn wir dorthin überleben. Und hallo. Do you believe this shit? Okay, am Anfang nimmt das ein bisschen die Spannung, da ich schon weiß, wo sie sind. So, die Schlüsselkarte haben wir. Und dann geht's wieder zurück oder direkt zum Rettungsschwimmerquartier. Das weiß ich jetzt nicht. So, nehmen wir den weg und kehre zu Cinema. Oder muss ich gar keinen Wegpunkt setzen? Doch, muss ich. So, perfekt. Ja, dann sprinten wir mal ein bisschen, gehen einen kleinen... Oh, war gar kein Umweg. Hallo. Also merkt euch, so ein Paddel ist ziemlich gut, um selbst zu verteidigen. Ah, komm.
wir sind ja anscheinend immun gegen diese Zombies. Aber natürlich können sie uns töten, wenn sie uns zerfleischen. So, da ist noch ein Kollege. Jetzt habe ich es falsch gesehen. Oder? Oh, er hat einen Hackbeil. Das ist sehr gut. Scharfe Gegenstände sind immer besser. Ein Ausweis gefunden. Es lohnt sich schon ein bisschen, sich umzusehen. Denn es kann ziemlich alles nützlich sein. Zu einer Zombie-Apokalypse. Let me open this puppy up. Ich habe keine guten Erinnerungen an diesen Platz. Genau. Die wollten hier nämlich ein kleines Video drehen. Oh, da lebt sogar noch. Jetzt nicht mehr. Ja. Zur Sicherheit. Tja. Die steht nicht mehr auf. Das hier können wir öffnen. Gut, dass wir so viel mitnehmen können. Und dann würde ich sagen, lösen wir sie von dem Leiden. Und tschüss. Tja. Das lassen wir jetzt einfach so liegen und gehen. Ja. Für den Anfang schlagen wir uns eigentlich ziemlich gut. Okay, jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Das ist ziemlich blöd, wenn das passiert. Aber momentan sind wir ziemlich stark. Was sieht? Nehmen wir alles mit, denn das kann man alles später verwerten. Und das werdet ihr schon früh genug gesehen. What the hell is happening? Anscheinend sind hier wirklich fast alle infiziert schon. Keiner mehr so normal wie wir. So. Und hier haben wir gestartet, denke ich. Genau. Oder auch nicht. Ah, doch. Man, this hell looks just like paradise. Aber der Ausblick ist immer noch schön. So, wenden wir ein bisschen, damit es schneller geht. Und wir sind schon wieder zurück. Perfekt. So. Und daneben gelaufen. War doch klar. Und I don't know how it is you're immune to this, but we gotta take advantage of that. You did it? All right. Thanks to you, we might all just make it. Natürlich. Hauptplan genagelt. Hört sich gut an. Okay, you ready to go out there again? I need you to find a lifeguard station and see if it's safe. Can you do that for me? Natürlich, sonst macht es ja keiner. You can count on it. Take the beach. It's the shortest way. We'll come as soon as we know it's safe. There should be a working radio inside. Signal us when it's clear, and we'll follow you. So, das heißt, wir müssen alleine eine ganze Rettungsschwimmerstation aufräumen. This is the end of noch keiner reden. Und wir nehmen die gute. You make it to the lifeguard station yet? Noch nicht. Weg mit dem Wegpunkt und hier oben. Ja, mal schauen, wie lange wir brauchen. Hier sieht alles noch recht friedlich aus. Klares Wasser, genau Strand. Untote. Ich weiß nicht mehr, in welches Bungalow wir gehen können, in welche nicht. Das nehmen wir mal noch nicht. Und wieder runter. Und Fußball. Ja. Anscheinend ist Geld doch noch etwas wert.
denn sonst wäre es ziemlich unnötig, alles mitzunehmen. Diese Kabine ist besetzt, wie du siehst, und deswegen geht man da nicht rein. Das war nur ein Handtuch. Anything useful? Der Hammer brauchen wir jetzt auch nicht. Anscheinend sind die Kabinen doch frei. Nägel hat sich die dran. Außer diese. Und einen Schlagring. Das hört sich doch alles sehr gut an. Drücke E, um zu treten. Ja, das wissen wir schon. Dort hinten hat jemand Schaden bekommen. Aus irgendeinem Grund auch immer. Hopp. Das war nicht gut von... Oh, wir haben von hinten attackiert. Ich sollte aufhören, die ganzen Sachen zu werfen. Und dauert das länger. Und zack. Ja, ich komme schon. Oh. Wie gesagt, keine Ausdauer ist sehr schlecht. Oh Gott, okay. Help me, God! Oh, Waffe wechseln. Stich. So, geschafft. Oh, fuck. Fuck. Jesus Christ. If you hadn't come along. You want to come with me? I'm gathering any supplies I can find at the Water Sports Rental Kiosk. Okay. Maybe you'll find something that'll come in handy. Ja, natürlich. Gehen wir mit dem mit. Er sieht ja noch normal aus. Im Gegensatz zu diesen Leuten hier. Wow. Und wieder unser Leben aufspielen. Look, take whatever you want. So, hier können wir Wasser mitnehmen. I have to get some rest. Something good in here? Und noch ein Fakt. Und wie er gesagt hat, können wir hier... Nein, das machst du wieder zu. Können wir hier unsere erste Werkbank benutzen, was sehr nützlich ist. Denn hier können wir unsere Werkzeuge reparieren, modifizieren durch Baupläne und upgraden, damit sie mehr Schaden verursachen und länger haltbar sind. Aber das alles erfahren wir wieder in der nächsten Episode. Sage ich danke fürs Zusehen und ciao!